man will. Klappe halten. Sonntag werden wir die Stadt noch, am Sonntag und am Montag werden wir die Stadt noch richtig schön sehen. Am Sonntag dann, wenn wir hochfahren mit der Seilbahn. Dann bauen wir die Söhne, die waren da so halt so. Auch in der Stadt, wo man hinfahren, wenn man jetzt, ansonsten müsste man durch die ganze Stadt suchen, um jetzt so eine Krempe drinne und dann die fliehende Stirn so. Mhm. Und genau so einen richtigen Indianer haben wir gestern in Borg gesehen, das gefiel mir. Was ganz anderes, ein ganz anderes Klima. Dafür ist es natürlich dort wesentlich kälter. Hier ist es fast übers Jahr fast immer sonnig. Noch nicht gehabt, gab es weder Kolumbien noch Ecuador noch Venezuela. Rechnen, das ist erstmal das Erste, der hat uns eine Rechnung hingelegt. Ja. Wir hatten dann noch gekaubelt, bis wir dann den einigermaßen Preis hatten. Der wollte uns pro Nase. Und keine Fliegen dran, ne? Produziert auch auf Früchte, die sind sehr groß und die kann man schälen und kochen und essen, ähnlich wie Kartoffeln. Die sind halt, haben sehr, sehr viel Beta-Caroten, also sind rot. Irgendwie. Aber warum machst du hier ein Video, da reicht doch ein Foto? Weil ich gerne habe, wenn du redest. Ach so. Hat die eben hier auch noch Machete geschwungen und da bin ich nicht hinterhergekommen. Wenn man sich das überlegt, das ist, weiß ich, vielleicht 40 Jahre Unterschied, ne? Ja. Und der Mann, der legt dir einen vor, das ist Wahnsinn. Aber klar, das ist das ganze Leben halt. Das waren noch die Baum,
Stämme, ne? Mhm. Ich hab diese Tür gemacht und diese Tür, meine ganze Familie hat über mich gelacht. Das war die Tür ins Nichts. Und dann habe ich immer zu ihm gesagt, ja, meine Idee war der Balkon, aber... Nicht nur Foto. Dann lass uns mal runtergehen zum Kaffee. Aha. Es ist nicht sehr viel dran, also. Ja, ich esse doch. Genau wie Pfannenherzen. Bauchbambus heißt der. Wenn man die kleiner hält, sind die noch. Da sieht man das noch deutlicher. Ich bin ja auch gerade die zwei Kakaobäume. Produzieren, haben jetzt auch angefangen zu produzieren. Kabelbäume sind die, habe ich schon gesehen, dann haben die schon geflüchtet in der Matera. Also das ist... No, was ist das? Das sind Luftkartoffeln, die kann man kochen und die schmecken dann kartoffelähnlich. Wachsen auf den Bäumen. Krank beim Rollbad. Sind die sonst von unten oder oben? Das sind die Prana-Ränder hier. Das sind ein paar Holsteine mit dabei, ja. Die sind auch gemischt teilweise. Warte, die Pläne gibt es und alles, aber die wird wahrscheinlich nie gebaut werden. Bin ich gespannt, was wird mit uns im Balkon. Komm, trotzdem. Das Epizentrum war auch hier. Meer zurück, da sehen wir Blitze über Sinai, und Zentral Sinai. Und Fahrer kaufen kannst, die eben 6.000, 7.000 Dollar kosten. Und es gibt eben auch Leute, die das wirklich kaufen. Wir werden jetzt gleich den größten See sehen hier, den Lago San Pablo. Das ist der größte See der Provinz. Schlafen. Naja, das Couchsurfing. Das ist der See hier. Super. Mit dem wir drumherum wandern wollen. Aber eigentlich das Interessante an den Bäumchen, wir nennen das auch das Lebensbaum. Weil man kann jetzt hier so ein Stück hier abschneiden und das teilweise bis zu einem Jahr hier irgendwo rumliegen lassen. Und dann wieder in die Erde stecken und es treibt wieder aus. Thank you.
auch der europäische Ort. Das sind doch Bilder. Natürlich kennt immer unter Patientenfrüchten Maracuja. Was anderes kennt ihr nicht. Aber eigentlich. Die wächst, die heißt Badea, und aus allen macht man eigentlich Säfte draus. Oder rennst mal ein Stück vor. Wäldern ist eigentlich nie mehr so sehr viel übrig, weil das eigentlich schon in der Spanierzeit fast komplett eigentlich abgeholzt worden ist. Oder die Katze, die Hand ist geworden. Das ist der Baum. Wisst ihr, was das hier ist? Die Lupine. Und zwar sind das Orchideen. Seht ihr diese ganz kleinen Blüten hier? Oh ja. Aus diesem Grund ist eben auch nach dem Safran ist das Vanille das. Mhm. Da gehen auch gerne die Kolibris ran, hier die aus dem Hochland. Und machen dann tun wirklich eine Hängebrücke über eine Schlucht spannen, wo die sogar mit Lamas drüber gehen. Dort unten liegt Otavalo. Verdient es. Das verdiente Abendsache ist Feierabend. Ja, und muss da rum sein. Ja, guckt, Club. Genau, Club. Nach dem Stress, ja, eine Runde um diesen scheiß schönen See. Ja, zum Wohl.
Das ist der Lunge, das ist der Wobei, fängst du mit dem Spieler eigentlich an? Als Schalke mit dem Spieler? Mhm. So, ich halte immer so der 13. wäre, dann nicht immer Schalke. Das ist so gut, dass du das so richtig drehen kannst, dass du es verhalten. Das ist also Übung, ne? Kochen müssen, hä? Ja. Nee. Naja, das hatte ich nicht dazu geschrieben. Ich dachte, das. Das war das. Nee, das ist schon. Fässlicher, oder? Das ist jetzt die zweite? Die zweite. Aber die hört sich schon länger drin. Ja, die ist auch schon weiter. Die muss aber vorher alles kochen. Das ist die Frage. Nein. Stücke werden natürlich dann sofort auf den Laster geladen und abtrotzt wird ja aus diesem Grund bis jetzt noch nicht schon. Runtergelaufen, weil kein Taxi war. Wir haben nicht mehr verstanden. Wir haben noch.
aber im Hochland gibt es das auch. Und so ein Kampfhahn, der kann richtig teuer sein. Also so die billigsten, ja, 30, 40 Dollar. In Aluminium. De repente usted quiere hacer una pared, una columna. Melonenbirne. Und zwar stammen die aber eigentlich, die stammt aus der Familie der Tomaten. Es ist zwar fest, hat aber auch ein bisschen so gelig, ähnlich wie Aloe Vera. Das heißt, das ist Joko. Ganz seltene Fliege. Die nennt man Babakos. Und diese Babako ist in Maniok. Die Okkas, die wachsen sehr weit oben im Hochland. Also sogar bei weit über 4000 können die wachsen. Die heißt Maschwa. Die ist Quinoa. Und das zweite? Quinoa und Amaranth. Das sind die Wachteleier. Mit Schale und allem. Luzernsaft. Brombeersaft. Das ist Möhrensaft. Das ist Guanabana-Saft, dieser Anona. Die Vodafo, die Aphrodisieren. Malzbier. Einmal wird es mir unser. Dann war das Baumtomatensaft hier. Dann hier der Ritter. Noch ein bisschen Brombeersaft. Eine Tomate Verde. Baumtomate war das, Baumtomate. Das ist Malzextrakt und Honig, Bienenhonig. Meine Jugend ist jetzt schon rausgekommen. Einmalig auf diesem Markt, in der ganzen Stadt, echte Kirschen. Ich gehe gleich hin.
Holz und alles. Alpen ist das hier für die Andinisten, also praktisch für die Bergsteiger hier in den, ist das das Symbol hier, diese Blume. Man benutzt die auch für medizinische Chuki Rauer. Chuki Rauer. Hier kommt sie. Ja, geil. Und nur ein paar Straßen weiter von denen. Okay. Gili, guck mal her, Gili. Du musst ein bisschen näher werfen. Ja, nicht ganz so weit zu ihm, sondern das war zu groß. Ja, das war jetzt die zwei da drüben, die haben sich bewegt. Auch Katzen, fremde Katzen, so ruhig und gleichmäßig, bis die merken, dass du was versuchst. Was? Ich habe gerade geguckt, dass dann schon länger. Vielleicht ein Männchen oder so. So mag ich die Kumpels. Später. Ja, macht doch noch Lärm, ne? Typisch wie ein Jungvogel. Ich will mein Essen jetzt. Mama, Papa. Oder Käse essen, die Käse. Sammelt dann gleich alle drei ein. Genau. So, und okay. Nun vergraben. Ist das nicht niedlich? So, erstmal haben. Wie mit der Kralle sich das hält, ne? Ja, genau. Jetzt kommt einer an. Das ist der wahrscheinlich gerade eben hinten in die Kurve. Ja. Jetzt. Genau, hier, schön. Jetzt besser kannst du es nicht kriegen. Hab ich auch. Gut. War es nicht schöner? Jetzt, zack, Abflug. Das. Thank you.
Und jetzt ist roter Punkt. Das ist gut. Ich habe das nämlich nicht. Jetzt ist rot. Und oben von der Spitze, wenn jetzt oben auf der Spitze frei gewesen. Guck mal, die Wolke, das oben sieht aus wie ein Schild. Oder auf die oberste Uferwolke. Guck mal. Von mir kommt es. Er sucht Futter. Ja, aber das war das jetzt beeindruckend, ist der oben auf das. Nee, dort hängen immer noch Bänke davor. Naja, die ist auch nicht ohne, der hat sehr, sehr viel Spaß. Sie sehen, dass hier oben ein kleines Monument steht. Und zwar der Hügel, auf dem wir uns befinden, der heißt Vanesillo. Links daneben ist ja auch eine Kirche zu sehen, gewisserweise. Man sagt ja, da drüben auf dem Hügel stand der Mond. Das kennst du hier in Ecuador auch nicht durchsetzen. Ja, und als allererstes, was du da aufschreit? Katholische. Die Kirche Merced ist von daher interessant, die hat er. Thank you.
Jetzt kommt es wieder runter mit dem Ding. Präsident, kommt eine Tasse. Film und in seinen Büchern praktisch beschrieben hat. Der gute Karl May war ja hier nie in Amerika, konnte das gar nicht wissen. Und eigentlich sind diese Totems... Also auf dem Nagel. Ja, ein bisschen Feingefühl, denke ich, habe ich, aber es ist... Ja, normalerweise schaffe ich es eigentlich einfach mal. Stellen, die nicht funktionieren. Natürlich macht, wie ihr merkt, dass es eben draußen ist, es ist ja doch ziemlich warm gerade. Und hier innen ist es angenehm kühl. So umgekehrt ist es natürlich dann in der Nacht. Die Sonne scheint aus Sicherheitsgründen und zweitens eben auch, wenn eben irgendwelche fremden Tiere wie Ratten oder Mäuse oder was auch immer, der Fuchs eben ins Haus reinkommt und vielleicht sich an... Und dann legt man das in die Sonne, malt das. Der Wissenschaftler zugestoßen, der ist Pedro Vicente Maldonado. Und in der französischen Mission waren... Sonnenwende zum Beispiel, Sonnenuntergang vom 21. Dezember. Halben Symbole kann man auch in Keramikschalen, oder also hat man in Keramikschalen. Beispiel. Dass ihr das nicht macht, ist klar. Manche, die leben, ja genau. Ja. Thank you.
ganz kurz reinrufen. Auch die Fumarolen und so. Ich meine, klar, das Ganze ist natürlich hier der Krater, aber eigentlich hier, wo es die letzten Ausbrüche waren. Von hier aus kann man absteigen. Hier runter geht der Weg. Das könnte natürlich überall sein. Jetzt im Nebel. Hier wäre es sagen. Nee. Da ist okay, Chef. Ja, stimmt, der ist ja jetzt Deutscher. Ja, echter Deutscher. No. Und außerdem ist seine Oma eine geborene Klein. Oh. Da drüben, kann man ja, da hinten kann man es ja deutlich erkennen. Und dann geht er ganz steil gerade hoch und kommt genau in der Lücke, die jetzt gerade zu sehen in der Lücke. Meine Gemse, Gemslein. Ausgetrocknet. Können wir heute Abend mit, können wir zum Feuern, wir müssen mit Kamin. Aus einem Mais. Die sind auch sehr, das ist auch ganz typisch. Also. Das andere sieht aus wie Schnapsen. Aber hier steht Nodolex und jeder das, jeder das.
ist irgendein Flugzeug. Mann.